Ja, gekommen ist es dazu, indem wir schon seit mittlerweile 6 Jahren uns damit beschäftigen, mit der Infrastruktur für den KAC, was notwendig ist und was möglich ist. Und wir konnten beginnen eben mit dem kleinen Umbau im Inneren für die Sanitäranlagen, den VIP-Raum und schlussendlich vor 4 Jahren den Kabinentrakt neu machen. Und im Zuge dessen sind dann auch die Überlegungen entstanden für eine Sanierung der Halle. Ja. Und da sind wir jetzt zum Glück einen großen Schritt weiter, dass wir das beginnen können. Und im Groben haben Sie ja das heute schon vorgestellt, aber jetzt, wo die Finanzierung endgültig gesichert ist, kann man dann zu den Feinheiten gehen, wenn ich das richtig sehe. Genau, also wir haben jetzt im Prinzip ein Konzept erstellt, auf Basis dessen grob die Kosten abgeschätzt wurden. Und jetzt geht es daran, das genauer zu untersuchen und in die Detailplanungen zu gehen, damit wir dann hoffentlich im Herbst diesen Jahres die Einreichung machen und nächstes Jahr zu bauen beginnen. Und es soll zu einer Erweiterung der Publikumskapazität kommen, aber das ist noch nicht ganz fix. Hängt auch von der Größe der Eisfläche ab und so. Genau, also die Eisfläche ist ein Faktor, die Entfluchtung ist ein Faktor, der Brandschutz ist ein Faktor. Das sind viele Dinge, die wir jetzt klären wollen. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir eine Erhöhung der Kapazität zustande bringen. Wird wahrscheinlich nicht die Größe erlangen, die sich viele vorstellen, aber jedenfalls den einen oder anderen Platz werden wir zusätzlich schaffen. Das heißt, wenn alles nach Plan läuft, können wir im September oder im August 2023 die ersten Heimspiele des KAC in der komplett fertigen neuen Halle in der Heidi Horten Goes Arena sehen. Genau, genau. Also das ist jedenfalls das Ziel, das müssen wir erlangen, weil das ist auch eine Bedingung der Förderung, dass mit Ende 2023 das Projekt abgerechnet ist. Das heißt, das ist aus mehreren Gründen eine Zielvorgabe, die wir halten müssen. Dann sage ich danke, wünsche Ihnen viel Erfolg bei diesem Projekt, dass es planmäßig durchgezogen wird. Und letzte Frage, KAC oder VSV heute? Ja, als Planer, die wir hier mal sagen, KAC. Ja. Danke. Ist wahrscheinlich KAC. Das werden wir uns dann anschauen. Ich sage danke, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, ein spannendes Eishockeyspiel und hoffentlich dann bis bald, wenn die detaillierten Pläne vorgestellt werden können. Danke sehr. Danke.